Servus Leute, willkommen zu diesem Video. Ja, es ist kurz her, dass ich meine erste richtige Biketour gemacht habe und heute nehme ich euch mit auf meine zweite Biketour und zwar von zu Hause geht's los durch die wunderschöne Taugel, wo wir momentan gerade sind und ich möchte rauffahren über St. Koloman zum Seewaldsee und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall werden wir eine wunderschöne Rundtour machen. Wie viele Höhenmeter das genau sind, kann ich noch nicht sagen. Wer zuerst rausstellen, wir brennen auf jeden Fall noch die Oberschenkel von der letzten Tour. Ich bin es noch nicht gewohnt. Ja, und ich hoffe, dass es durch der Druck. Viel Spaß, wenn ihr dabei seid, dranbleiben. Es lohnt sich. Guten Morgen, guten Morgen. Aus dem wunderschönen Kuchel. Los geht's. Schauen wir mal, ob ich die Challenge schaffe. Ja, da vorne, das ist übrigens der Georgenberg. Ziemlich alte Kirche steht da oben und eine richtige Sehenswürdigkeit bei uns da haben wir Küche. Mein erstes Ziel habe ich jetzt noch knapp 4 Kilometer gleich einmal erreicht. Und zwar kommen wir jetzt zur wunderschönen Taugel, wo ich euch ein paar Aufnahmen zeigen, wie cool dass das da ist. Jetzt bin ich wieder aus der Taugel heraus und jetzt geht es zur Römerbrücken und von der Römerbrücken geht es dann die Steigung los auf nach St. Koloman. Schauen wir mal, wie es mir da geht. Sehr nice. Die Oberschenkel werden länger. Auf los geht's los. Jetzt geht's da eh über die Römerbrücke. Von oben nochmal drüber. Und schauen wir mal, wie das einschenken wird. Da die Straßen bin ich auf jeden Fall hergekommen. Boah, das schenkt schon gut ein. Das schenkt richtig ein. Warum tue ich das? Ah ja, weil ich jetzt Zeit habe und dass ich gescheit fit werde wieder. Ja, da ist schon fast 2 Kilometer aufgegangen. Jetzt ist es ein bisschen flacher. Aber obwohl die Sonne gar nicht heraus ist, ich schwitze schon wie die Sau. Es ist so irre, wenn du das noch überhaupt nicht gewohnt bist. Aber ja, irgendwie muss ja jeder einmal anfangen. So, jetzt habe ich da den ersten steiler Anstieg hinter mir, 2 Kilometer noch auf St. Koloman. Oh, und dann geht's zur Trottbergstraße weiter. Boah, da war schon wieder so eine Steigung rauf. Aber jetzt bin ich gleich in St. Koloman herum. Ja, die Frage ist, Seewaldsee wird spannend, ob es so neblig ist oder ob ich noch ein bisschen unter der Nebeldecke bin. Let's see. Ein bisschen mehr als 10 Kilometer waren es bis da rauf und die ersten 400 Höhenmeter. Hätte ich gar nicht geglaubt, dass das so weit rauf ist. Ja, dafür ist nicht mehr so viel an Höhenmeter zum Seewaldsee rauf.
jetzt durch. Ein Traum, fein, fein. So, und schon steigt's wieder. Und schon steigt's wieder. Aber jetzt habe ich wenigstens den Radweg in der Straße. No pain, no gain. Also Weidbausdorf. Jetzt bin ich beim Abzweiger zum Seewaldsee rein. Trottberg auf, ich gehe jetzt noch 9 Kilometer. Ja, ich werde aber wie gesagt Seewaldsee fahren, weil ich möchte da noch von hinten runter noch eine Runde fahren und schauen, was da hinten runter ist. Ein bisschen Bloggerei noch, aber jetzt trinke ich mal einen Schluck. Und schon geht's wieder bergauf. Kurzes Vergnügen war das jetzt. Anstrengend ist das, aber es geht da mega schön in den Wald rauf. Da bist du sogar vor der Sonne geschützt, wenn es schön ist. Heute trifft es eh nicht zu. Und direkt neben mir, auf der linken Seite, hinter der Bachhofer. Ja, echt cool. So, Otzweiger, Trattberg, Schrägstrich, Seewaldsee. Für mich geht's rechts bergauf, ich schnauf. Endlich Wetter machen. Jetzt bin ich da beim Innenparkplatz Seewaldsee vorbei. Und jetzt geht's zum See rein. Den zeige ich euch auch. Auf jeden Fall ein Traum da im Almgebiet. Die alten Mauern. Hittal. Ja. Genau für sowas hat sich das jetzt halt ausgezahlt. Da zu treten und zu schwitzen. Ja, Traum. Man kann einen Rundwanderweg machen, also sprich links oder rechts. Für mich geht es auf jeden Fall jetzt rechts entlang. Weil ich dann Richtung Voglau runter will. So, und da sieht man jetzt schon den wunderschönen See. Ich kenne den aus meiner Kindheit. Da sind meine Eltern mit mir mal hier oben gewesen. Ich bin ungefähr 10 Jahre alt war. Ja, und ich bin immer wieder sehr, sehr gern auf. Oh, da sind sogar ein paar Stier dabei. Na gut, dass ich das Rad dabei habe, bin ich schneller. Ist das nicht herrlich? Ist doch kein Traum, oder? So, jetzt bin ich da herum, Abzweiger, wo es in die Voglau geht. Über den Finsterstubenwald. Die Hügel gibt es da zuhauf. Ich muss mich da erst zurechtfinden, aber da oben
darf man definitiv fahren. Und auch gut oder cool, dass ich jetzt noch mal ein bisschen einen Schotter unter die Füße habe. Weil bis jetzt, bis zum Seewaldsee, ist ja wirklich alles über die Straßen auch vergangen. Ja, jetzt noch mal ein bisschen Kraft tanken. Dann geht's runter. Und ich glaube aber, dass das so ziemlich mit dem Anstieg gewesen ist. 700 Höhenmeter war es insgesamt. Eh ganz gut, dass ich nicht mehr gemacht habe. Man muss in das Ganze erst reinkommen und die erste Raltour, das habe ich dann auf der Hocheisspitze gleich einmal gemerkt, dass das ja, eine ziemlich andere Belastung für die Oberschenkel ist, wie das normale Berggehen. Ah, das tut weh. Da ist mir Stein direkt aufs Skiband geflogen. Fuck. Das war jetzt so geil da oben. Das war irre, völlig irre. Und ich bin gerade drauf gekommen. Ich habe so eine Seewald-See-Runde gemacht. Habe ich gar nicht gewusst. Die war 21,2 Kilometer, 560 Höhenmeter. Naja, wie man sieht, ich habe
25,8 Kilometer gemacht und bereits 759 Höhenmeter. Also ich habe da eine verschärfte CVC-Runde halt gemacht. Schau ich, wo ich rauskomme, irgendwo von Glau. Das ist da zwischen Abtenau und Golling. Und dann geht es für mich retour heim. Pipi für ein Perfekt. Parkplatz vor der Lammerklamm. Das ist ein wunderschönes Besucherparadies und das ist zwischen Abtenau und Golling. Ja, für mich ist da jetzt der letzte Anstieg noch und nachher geht es schlussendlich wirklich bergab und die letzten Kilometer retour. Fazit mache ich nachher daheim am See. Vorbei ist gegangen am Habergsee. Ha, so viel Wasser da. Kannst du dich glücklich schätzen, wenn du in so einem Land wohnst. Weg daheim. Ja, jetzt bin ich da so 2,5 Kilometer vor daheim. Und darum kann ich jetzt auch schon ein Fazit machen. Insgesamt war die Tour 45 Kilometer lang, knapp 750-800 Höhenmeter im Aufstieg zum Bewältigen. Ich finde, dass ich es cool gemacht habe, über St. Koloman die Seiten rauf, weil so ist es auf der Straße raufgegangen und durch den Schoder nachher in die Voglau runtergegangen und die Abfahrt war echt richtig cool. Vor allem, da sind quasi auch keine Autos unterwegs. Also das war echt gut, dass ich da noch mehr reinkomme in das Downhill-Geschäftel da. Also ja, war echt eine lässige Runde. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, den da lassen. Kanal abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten eine ins Kommentar führt. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao.